Wir sind hier an der HWK in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Gesundheit. In meiner Abteilung erforschen wir akustische und optische Verfahren für die Medizintechnik und ein Schwerpunkt ist die Ophthalmologie und die Onkologie. Weltweit sind 196 Millionen Menschen an der Altersmakuladegeneration erkrankt und das ist die Hauptursache für Erblindung in den Industrieländern. Die Krankheit ist nicht heilbar, sie kann nur gestoppt werden, indem man einmal im Monat direkt in Augapfel ein Medikament spritzt. Das ist relativ schmerzhaft, ist auch mit Nebenwirkungen verbunden und wir haben gefördert vom Bundesforschungsministerium zusammen mit der Harvard Medical School ein neues innovatives Verfahren erforscht und entwickelt. Wir haben eine Applikation entwickelt, die in der Lage ist, Ultraschalldruckwellen zu erzeugen und zu fokussieren. Die induzierten Ultraschalldruckwellen werden auf einen definierten Bereich auf Höhe der Blut-Retina-Barriere präzise fokussiert und erzeugen durch ihren Druckmaximum eine temporäre Erhöhung der Durchlässigkeit in der Blut-Retina-Barriere, sodass ein Medikament von hinten hindurchfließen kann. Mit Hilfe von Simulationen haben wir die Applikation hinsichtlich ihrer Geometrie und auch hinsichtlich des Schallfeldes optimiert, sodass wir eine sehr hohe Effizienz haben. Wir hoffen, dass wir mit unserer Innovation den vielen erkrankten Menschen auf der Welt helfen können.